Bayern 1 Volksmusik aus dem Studio Franken. Heute mit Eberhard Schellenberger. Erschöpft, da möchte ich trinken, erschöpft, da möchte ich hoch. Dort zu erwisches Gipfler mit Kümmelkörner drauf. Es muss nicht gerade spätlich vom Allerbesten sein, gerade überall in Franken, da geißeln guten Wein. Rullala, 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 doch überall in Franken, da geißeln guten Wein. In Franken, grad so wie unerwein. Zuerst das Enzer Bitzli, dann schmeigeln sie sich ein. Fini, rullala, rullala, rullala. Zuerst das Enzer Bitzli, dann schmeigeln sie sich ein. Mein Frankenland ist Lobby. Guten Abend, herzlich willkommen bei uns in unserer Kirche St. Peter und Paul in Deutschland, dass ich als Verantwortlicher unseres Gesamtvereins hier gleich zu Beginn hier stehe und, wie es man so schön sagt, das Wort ergreife. War also weder geplant noch von mir beabsichtigt. Aber die jeweils aktuellen Corona-Bestimmungen haben uns in unseren Planungen und Organisationen für dieses Konzert immer wieder sehr stark beeinflusst. Ich möchte es mal so ausdrücken. Wir haben also schon sehr frühzeitig den Konzertort von dem Bürgersaal in die große Kirche gelegt. Wir haben uns auch freiwillig relativ bald für 3G Plus entschieden, um Ihnen einfach hier bei freier Platzwahl die Möglichkeit zu geben, keine Maske aufsetzen zu müssen. Bis zum letzten Dienstag hat es auch funktioniert, aber dann kam ja die erste Keule, dass also auch bei 2G, bei kulturellen Veranstaltungen in Innenräumen, dieser Abstand von mindestens 1,50 gewährleistet werden muss zwischen den Haushalten. Und aufgrund der verkauften Karten war es uns beim besten Willen nicht möglich, hier irgendwie eine Platzverteilung zu organisieren, dass diese Abstände gewährleistet hätten werden können. Aus diesem Grunde möchte ich mich im Namen des Vereins, im Namen des Dreiecksands und ganz persönlich um euer Verständnis dafür bitten, heute hier mit Maske sitzen zu müssen. Andererseits ist es so, diese Maske bedeckt nur die Atemwege. Das heißt, Augen und Ohren bleiben offen. Somit ist für Sie ein optischer und akustischer Genuss des heutigen Abends nicht verhindert. Der zweite Wermutstropfen ist noch der, dass wir genau aus denselben Gründen den anschließenden Ausschank canceln, streichen mussten. Gut. Ich wünsche Ihnen nun ein einmaliges, weil letztmaliges Erlebnis für den heutigen Abend, denn unser Kretschter Dreiecksang sagt heute Ade. Viel Vergnügen. Ja.
Zeit aufzuhören. Wir freuen uns wirklich sehr, dass so viele von euch gekommen sind. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute hier in der Kirche Asyl bekommen für unser Konzert. Grüß Gott, Herr Pfarrer Klemm, und herzlichen Dank dafür. Dann wollen wir auch noch einen Gruß richten an unseren Bürgermeister, den Ewald Brändler. Grüß Gott mit deiner... Bitte? Ewald Vögler. Ach, Vögler, Entschuldigung. Da seht ihr sie mal, da droben in dem... Also der Ewald Vögler, aber er hat sich... Er hat sich auf jeden Fall angesprochen gefühlt. Und deswegen, Ewald, grüß Gott, auch Rita, Andrea, wir wollen oder würden gerne von dir ein wenig ein Grußwort hören. Kommst du bitte her? Ja. Servus, Lotte. Grüß dich, Ewald. Ne? Ja. Vögler. Vögler, genau. So mal es den Ewald Brändler auch gegeben hat. Obwohl, ne? Ja, ganz kurz, ich denke mal, wir alte Gritschte kennen den Ewald Brändler noch. Ne? Gut, ich war jetzt ein wenig ganz überrascht, dass ich gleich so am Anfang das Grußwort sagen soll. Ich habe gedacht, zum Schluss, wenn wir alle, naja, gut unterhalten worden sind, ist es ein wenig einfacher. Macht aber nichts. Ich begrüße euch auch als Bürgermeister bei uns in unserem schönen Gretscht und auch ganz besonders in unserer wirklich schönen Kirche. Und denke mal, es wird ein ganz, ganz schöner und ganz toller Abend. Ich habe heute doch über ein wenig nachgedacht. Mensch, 30 Jahre ist her, dass der Dreisang das erste Mal, ich weiß nicht, bei der Feuerwehr oder irgendwo einmal gesungen hat. Na? Ja, weißt du, warum ich das auch weiß? Weil ich da Kommandant war, bei der Feuerwehr. Ne? Und da habe ich das auch mitgekriegt. Also wie gesagt, man sieht es der Jungs gar nicht so richtig an, dass er schon, wie gesagt, da schon 30 Jahre Musik machen. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gruppe. Ich will gar nicht so viel sagen, wir sind ja heute auch da, um Musik zu hören und nicht den Bürgermeister reden zu hören. Aber der Bürgermeister ist wirklich sehr, sehr froh, weil der Gretschter Dreigesang hat ja sehr viel Werbung gemacht. Wie gesagt, das Gretscht ist bekannt, aber mit dem Gretschter Dreigesang ist es wesentlich bekannter gewesen. Wir waren auch beieinander im Schloss Banz, das kann ich mir auch noch sehr gut erinnern, war auch ein ganz, ganz toller Abend, wo es auch weit über unserem Flankenland weitergegangen ist, die Information. Nochmal, ich wollte wirklich heute Abend einfach die Chance nutzen, wirklich nochmal ganz offen und ehrlich Dankeschön zu sagen für euch Gretschter Dreigesang, wo auch ab und zu mal ein Neigeschmeckter dabei ist, Käse, 100%iger Gretschter. Aber ich denke, wir täten, dass die auch einen Gretschter macht, das wäre auch kein Problem. Und wie gesagt, wirklich herzlichen Dank im Namen der Bodenischen Gemeinde. Ich habe euch gedacht, Mensch, was bringe ich denn dein Gretschter Dreigesang mit? Ich habe gedacht, ich brauche einen großen Korb, wo sie dann nachher ein wenig Brotzeit machen können, Ass und Trink. Aber wir haben es ja heute schon gehört, Corona-bedingt geht es nicht. Neu gedacht, ich mache meinen Korb ganz klein, ganz schmal. Na, und habe gedacht, ihr geht einmal zum Gretschter Gasthaus Straub, wenn ihr wieder könnt, wenn wieder alles passt. Und Ass und Trink da mal in Rechnung der Gemeinde Gretscht. Das Ganze gab ich aber nicht euch, weil ob das bei euch richtig aufkommt, ist, weiß ich nicht. Ich gab es einmal der Lotte. Ne? Die verwaltet mal ein bisschen die Hackerlabasch. Ja. Liebe Lotte. Vielen Dank. Und nochmal Dankeschön, Gretschter Dreigesang. Also gut, unser Gruß. Unser Gruß gilt, ich muss das immer wieder runterholen für mich, weil ich so klee bin. Unser Gruß gilt auch einem Mann, der weithin bekannt ist. Er hat schon oft bei unseren Veranstaltungen moderiert. Wo er dabei ist, ist für gute Laune garantiert. Ich rede vom Robert Giesübel. Lieber Robert, wir freuen uns, dass du da bist.
dass du auch deine Frau mitgebracht hast. Unter uns sind noch ganz besondere Gäste. Wir machen es ein wenig spannend. Wer das ist, erfahrt ihr erst später. Der Wolfgang Münzer hält alle wichtigen Ereignisse im Dorf in Bild und Ton fest. Der macht da bestimmt für unseren Abend wieder einen schönen Film. Wolfgang, im Voraus schon herzlichen Dank. Guten Abend auch vom Dreigesang. Der Stefan, der Albin, der Norbert, der Wolfgang, ich bin die Lotte. Und heute haben wir noch einen Gast dabei, haben wir ja schon gehört. Aber so fremd ist uns der Gast gar nicht. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt. Es ist der Walter Stark mit seiner Klarinette. In letzter Zeit hat der Stefan den Dreigesang immer so vorgestellt. Ja, ich habe da Gedichtler geschrieben, weil die Leute immer wenn so geguckt haben, ne? Wenn wir zu viert oder zu fünft oder zu sechst kommen. Und es geht so. Der Gretsch, der Dreigesang, sind wir. Aber wir sind jetzt vier. In unserem Dorf, da geizen Gretsch, der Dreigesang. Wir singen und spielen Musik und haben einen schönen Klang. Durch unseren Auftritt, da kommen wir ganz schön rum. Doch bei unserem Namen, da kommen die Leute recht um. Was ihr da erzählt, ey, das kann doch gar nicht sein. Ein normaler Dreigesang, das sind doch höchstens drei. Und auf jeden Fall kommen die zu fett oder gar zu sechst. So ein Durcheinander kann man gar nicht geklebt. Und ein Boss, der Norbert, da wird es dann erklären, was das mit uns so auf sich hat. Dann können es die Leute verstehen. Bis drei gezählt kommen wir auch noch. Das haben wir nicht verlangt. Einen vierten haben wir nicht zugeholt. Das ist jetzt schon bekannt. Jetzt kommt's. Seit über 30 Jahren geht's uns den Dreigesang. So sind wir bekannt geworden, so ist er gegründet worden. Den Namen haben wir beibehalten, umnehmen wollt man uns nicht. Und sollt von uns einer ausfallen, dann sind wir immer nur zu dritt. Als waschechte Franken singen Sie jetzt zuerst einmal ein Loblied auf Unterfranken. Heimat, wie bist du so schön?
Die Franken sind schon ein wenig ein eigenes Völkle. Vielleicht haben Sie schon öfter gehört, dass es jedes Jahr eine Verleihung des Frankenwürfels gibt. Und er geht an jeweils einen Vertreter von Ober-, Mittel- und Unterfranken. Auf diesem Würfel steht wendig, witzig, widersprüchlich. Und so sind sie auch, die Franken. Aber ich sag's Ihnen, die finden für alles eine Lösung. Besonders wenn sie in Gemeirot sind. Gemeire sind schlau, ja, schlau. Das stimmt genau. Ihnen dürft doch die Gemeinde rät. Hingegangen sind sie bei der Nachtracht spät. Auf dem Markerplatz am Weiher stehen, hören sie einen Mond im Wasser drinnen sehen. Auf dem Markerplatz am Weiher stehen, Hünse ein Mond im Wasser drin als Sinn. Schon ist alles ganze Dörfsam gelaufen, im Weiher drinnen ist der Mond ersoffen. Der Ruder und Stürmanse die ganze Nacht, Hün dann Mond nicht rausgebracht. Gerudet und stürt haben sie die ganze Nacht, hin dein Mond nicht rausgebracht. Seht der Böder Mester, jetzt langt mich fein, ihr stürt dein Mond bloß so weiter nein. Sagen die Leute, jetzt wollen wir gehen, der Mond scheint im Weiher genauso schön. Sagen die Leute, jetzt wollen wir gehen. Der Mond scheint im Weiher genauso schön. Gemeire sind schlau, ja, schlau. Das stimmt genau. Seit können es alle Leute sehen. Zwei Monden leuchten, drin ist so schön. Scheine dann alle zwei zugleich. Der Weg am Himmel und der andere im Deich. Scheine dann alle zwei zugleich. Der geht am Himmel und der andere in dein. Die Unterfranken sind ganz besonders sparsame Leute, besonders beim Reden. Die lassen eine Menge Buchstaben weg. Da kann zum Beispiel ein ganzer Satz aus vier Buchstaben bestehen. I, ho, e, ä, ü. Kennt jeder. Kennt jeder. Kennt jeder. Oder muss ich es übersetzen? Nee, ne? Unser Sprach ist ja sowieso sehr vielseitig. In jeder Gegend wird ein wenig anders geredet. Ich zum Beispiel komme aus einer Gegend, wo die Hasen Hosenhasen und die Hosen Husenhasen. Nur ein paar Beispiele zum Dialekt hört ihr dann im nächsten Lied und da danach kommt ein Schössler von der Hordegasse. Musik.
Da wohnt mein Stern.
außer Morgen mir hin, weil ich verschub und schlug. Na, hoff ich voll mein Testament, mein Schmiss, mein Barbiergrochen. Das alles vermag ich meiner Erden, Respekt, das will ich wieder. Da steht sie noch auf meinem Droh. Und hey, bitter Tränen. Hier ruht der Schöpfler vor der Mauer Gass. Der zünftigste Schöpfler vor der Sau der Rass. Sein Schiss, sein Papiergrund. Hat er uns vermacht und beide hat's verloren zum Missgebracht. So nicht gebracht. Albin, du warst doch schon von Anfang an dabei, wie das losgegangen ist mit dem Dreigesang. Du weißt doch am besten, wie das damals war. Grüß Gott, liebes Publikum. Ich soll euch also erzählen, wie der Gretschte Dreigesang entstanden ist. Es war im Herbst 1991, also vor 30 Jahren. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als der Brändlerswalder, der war damals auch bei der Gretschter Feuerwehr, der hat den Norbert gefragt, ob der Gesangverein ein paar Liedli singen kann beim Ehrenabend vor die Feuerwehr in der Rathausdiele. Das Problem aber war der Platz in der Rathausdiele. Der ganze Gesangverein, ha, das waren für einen Haufen Leute. Unmöglich. Man brauchte auch ein wenig Platz beim Singen. Dann hat aber der Norbert als Dirigent die Idee gehabt. Wie wär's mit der kleinen Gruppen? Die Kleegruppen war letztendlich der Gäbisch Karl als Bass, der Norbert zweite Stimme und meine Wenigkeit erste Stimme. Also sowas wie ein Dreigesang. Und jetzt singen wir aber noch einmal das allererste Liedler, wo die drei damals in der Rathausdiele gesungen haben. Den Text dazu hat die Lotte, ein Norbert sei Frau, geschrieben. Sie war immer im Hintergrund die Mutter vom Gretschte Dreigesang. Besonders. Jawohl. Genau das wollte ich sagen, dass ihr jetzt einmal klatscht. Die setzen sich voll ein, drum werden sie lieb.
mit Mausflug in der Hand. Wassermarsch, schon stöhnt aus allen Rohren. Wassermarsch, das Feuer hat verloren. Wenn's wo brennt, wird Pommel nach und löscht. Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr vom Krisch. Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr vom Krisch. Ich sag euch, liebes Publikum, die drei, vier Liedli, wo wir damals in der Rathausdiele gesungen haben, das hat auch der Feuerwehrleut scheinbar gefallen. Denn das hat sich schnell rumgesprochen. Dabei wollten wir doch bloß das eine Mal auftrat. Aber immer mehr Anfragen sind danach gekommen. Zuerst in Gretscht, dann vom Landkreis und später vor ganz Franken. Alle Wallfahrtskirchen haben wir in den Jahren kennengelernt. Sogar nach Nürnberg sind wir zu der neu renovierten Nikolauskirche eingeladen worden. Aber am liebsten waren wir immer wieder in unserer Gegend. Besonders so im Schweifel drüben. Und da geht's auch ein schönes Liedler.
Ja, liebe Zuhörer, gefreut haben wir uns auch über einige Erfolge. Aufzeichnungen unserer Lieder beim Bayerischen Rundfunk hört man heute nur auf dem Sender Bayern 1 Heimat. Im Januar 2010 und im August 2016 wurde der Dreiklang beim Radiosender Bayern 1 Volksmusik zur Gruppe des Monats gekürt. Ein bisschen stolz war man natürlich auch, als wir 2011 auf Kloster Banz für den Volksmusikpreis der Hans-Seidel-Stiftung geehrt worden sind. Und im Fernsehen waren wir vor Jahr 2005 bei der Sendung ins Land der Franken fahren in Bad Wittensheim. Da haben wir die zwei Lieder gesungen, als der Herr die Erde hat erschaffen und das Gocksummerliedler Kraut und Knöchli zort und weh. Dare Leut hat es fei gefallen. Ich kann's ja auch verstehen. Kraut und Knöchli, das ist ja was Gutes, oder? Und vielleicht nur so ein Sösle dazu. Ha, das ist doch wunderbar. Norbert, singen wir die zwei Lieder nochmal? Du musst aber auch mit singen. Ja, gut. Salam alaikum.
Pimperlimpapum. Ja, es lebt sich ganz gewiss, Pimperlimpapum. Hilft so krank und glücklich dann, Pimperlimpjuhairasan. Hätt die Eva nie im Namen, Pimperlimpapum. Lauria, Lauria, Pimperlimpjuhairasan. Lauria, Lauria, Pimperlimpapum. Dann verfluchten Apfeltassen, Pimperlimpapum. Die hält krank und glücklich Tassen, Pimperlimpapum. Und mir wird seit Essig mies, Pimperlimpjuhairasa. Heut nun drin im Paradies, Pimperlimpapum. La Gloria, La Gloria, Pimperlimpjuhairasa. La Gloria, La Gloria, Pimperlimpapum. Und du, du Engel Gabriel, Pimperlimpapum. Du dürfst dich vor die Türe stellen, Pimperlimpapum. Ich suchte los mit Hilfsmerei, Pimperlimpjuhairasa. Ich brauch die Köpfelfasserei, Pimperlimpapum. La Gloria, La Gloria, Pimperlimpjuhairasa. La Gloria, La Gloria, Pimperlimpapum. Ja, liebe Zuhörer, nicht bloß Schönes hat der Dreiksam erlebt. 2006, nach 15 Jahren, starb leider viel zu früh unser Bass, der Gäbischkall. Das hat uns schwer getroffen. Doch es sollte im Sinne vom Karl Gäbisch weitergehen. Den Dös Wolfgang haben wir gefragt, ob er als Bass mitmacht. Erfreulicherweise hat er ja gesagt. Und 2009 kam dann noch der Ulrich Stefan dazu als Tenor. Dadurch sind wir natürlich vielseitig geworden, besonders auch instrumental. Ja, auch wenn wir jetzt vierstimmig die Liedlich singen konnten, wollten wir aber den Namen Gretschter Dreiksam nicht ändern. Bei Adventskonzerten oder fränkische Abende haben wir oft Unterstützung gehabt, sei es von Musikern oder Sängerinnen. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, dass ich keinen vergesse. Ich sage einfach, Dankeschön fürs Mitmachen. Halt, ihn will ich aber doch erwähnen. Robert Giesübel. Bei den vier wunderschönen fränkischen Abenden, die wir gemeinsam mit den wilden Schlehen aus der Röhr veranstaltet haben, hat Robert Giesübel als Moderator mit seinem trockenen Humor und unzähligen Witze das Publikum immer zum Lachen gebracht. Danke, Robert. Thank you.
Im Rossini-Saal aufgetreten. Da gibt es montags einen Volksmusikabend mit verschiedenen Gruppen. Und bei der Gelegenheit haben sie aus der Rhön die Gruppe der, zuerst haben sie Wilde Schlehen geheißen, jetzt wollen sie aber lieber hören, sie sind die Kaufmannsware. Gemein, und bei so netten Mädchen, da ist sofort der Funke übergesprungen. Bei gemeinsamen Veranstaltungen da bei uns oder drum in der Rhön, das hat ihnen immer viel Spaß gemacht. Und ich kann euch sagen, die Mannsbilder, die sind fast stolz, dass ihr euch kennt, wo ihr doch jetzt im Fernsehen wieder wart mit eurem Lied vom Bulder. Das Geheimnis gelüftet, wenn man die Gruppe, die ich vorhin nicht vorgestellt habe, die Kaufmannsware aus der Rhön. Viele von den Liedern, die der Dreiklang singt, beschäftigen sich mit dem Leben auf dem Dorf. Es hat sich ja arg viel geändert auf den Dörfern. Aber eines ist
geblieben, nämlich die Nachrichtenübermittlung in der Form. Es war auch früher schon ein Problem, die richtige Frage zum Heiern zu finden. Nicht bloß die zwei haben sich einig sein müssen, die ganze Verwandtschaft wollte ja auch mitreden. Meistens war das Problem, dass es Mädle kein Geld gehabt hat oder kein Eckerle oder die Gesangbücher haben nicht zusammengepasst. Davon erzählen jetzt die nächsten Lieder. Und der Franz, der freut sich dann über sein Kunnerle. Smelter braucht kein Geld,
Smäler braucht den Kranz, Smäler braucht den Kranz, und auch kein Schreie mehr beim Hochzeitstanz. Sie kommt ja nicht allein, sie kommt gleich zu dritt, sie bringt ihr Baumeklar und mein Geschöpfchen mit. Smäler braucht den Kranz, Smäler braucht den Kranz, und auch kein Schreier mehr beim Hochzeitstanz. Jetzt kommt das nächste Lied.
ist. Die meisten Lieder vom Dreiklang beschäftigen sich ja mit dem Leben auf dem Dorf. Es hat sich ja sehr viel geändert. Und das haben wir vorhin schon gehört, dass die Informationsflüsse immer weitergehen. Man hat auf dem Bauernhof draußen ja schon immer Viecher gehabt, das gehört einfach dazu. Das heißt, heutzutage ist es nicht mehr ganz so, aber sonst war es einfach wichtig. Und man redet heutzutage sehr viel vom Tierwohl. Was denn? Ach, habe ich doch schon wieder was verkehrt gemacht. Also, Kommando zurück. Dass sich auf dem Dorf viel geändert hat, dabei bleibe ich. Und und damit auch die Bauernmädli. Bauernmädel, hey,
und baue mit der Heer. Ich mag in meinem Land, doch ich baue mit der Meer. Baue mit der Heer und baue mit der Heer. Halt, 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 halt! Ey, ihr Spackos, das sieht man doch heute noch ganz anders. Eins, zwei, eins, zwei, drei, eins. Seitdem ist die Bauern mit Spitzerrömmel drum, dürfen wir auf Frankreich Boden über das Ohm. Bauern mit der Heer und Bauern mit der Heer, ich hoffe mal ein Land, doch die Bauern mit der Meer. Ein Bauern mit der Düsseldorf, heute zu Tod, ganz toll, mit zum Tanz, wie in der Oma, ihr braucht ein Leder auf die Sohn. Bleibt das Bauern mit der Heer, bleibt das Bauern mit der Heer. Da lebt das Bauernmädel hin, da lebt das Bauernmädel her, da lebt das Affengeile Bauernmädel immer groß und schwer. Die haben nämlich sich jeden Tag Gedanken gemacht, was ihr Viecher fressen wollen und auch noch, wo sie das Fressen zu sich nehmen wollen. Thank you.
erschreckt. Wo blöd oder kühl wohl heut ihr Heli-ho? Ich will nur kübel heut Kehl-ho. November sind es genau 30 Jahre, seit der Dreigesang angefangen hat. Das ist eine lange Zeit und es war eine schöne Zeit. Das letzte Lied fasst das noch einmal zusammen. Bei allen, die geholfen haben, dass das heute ein schöner Abend geworden ist. Besonders bedanken wollen wir uns aber bei euch, unserem Publikum, weil ohne euch geht gar nichts. Den Abend beschließen wir, wie üblich, auf dem Kanapee. Ein guter Freund besuchen, so soll er mir.
sitzen wir uns zwei, vor auf das Hanna-Pee und singen dreimal um das Hanna-Pee. Die Seele schwingt sich und in die Höhe erhöht, der Leib der Leibe auf dem Hanna-Pee. Warten, gleich geht's los. Also ganz kurz. Noch schöner, als mit euch Musik zu machen, ist, wenn man da sitzt und euch genießt von, ohne dass man denkt, jetzt ist man auch gleich wieder da. Es war wunderbar, was ihr heute gebracht habt. Wir haben uns so amüsiert und wir haben schon, euch schon immer gerne gehört, aber halt ganz besonders. Aber eins muss ich sagen, was ihr mit eurer armen Eva gemacht habt, ne? Die habt ihr auf dem Gigger. Das ist nämlich ganz anders. Meine Oma, die hat das schon immer gesagt. Gott schuf die Welt vor langen Zeiten, zunächst vom Mann ein Exemplar. Doch schien es freilich anzudeuten, dass Gott ein wenig müde war. Denn als er sein Geschöpf vollendet, da fehlte dies und fehlte das. Und an dem ganzen Manne dauchte nur eine einzige Rippe was. Die ward ihm auch noch abgenommen und eine Frau daraus gemacht. Doch sind wir später zwar gekommen, jedoch geschaffen mit Bedacht. Und zu des Herrn gerechtem Lobe erkennt man auf den ersten Blick, der Mann war nur ein Stück zur Probe.
Wir aber sind das Meisterstück. Und jetzt haben wir ein Lied mitgebracht. Und ihr habt es ja gehört, wo sie überall waren, sogar in der Röhr waren sie. Wir sollen in der Röhr. In der Röhr. Wir kommen von der Röhr. Und da haben wir gedacht, für Männer von so einem Format, vom Weltformat, kommen wir schon gesagt, da singen wir doch die Europa-Hymne. Wo stehe ich dann überhaupt? Deshalb ohne Landschaft in die Rhön zu fahren. Gut, jetzt habe ich gescheit, aber gesäugt, meine Frau ist da hinten mein Thema. Ja, wenn ein Dreigesang de facto ein Viergesang ist, dann verwirrt es die Löwe, das ist ja gewiss. Da hinten hat man ihnen erklärt, die drei haben sich bestimmt irgendwann mal vermehrt. Ein anderer hat gemeint, die drei sind zu viert für den Fall, dass sich einmal einer verirrt und somit den Auftrittsort nicht mehr findet, dann wäre es ja nicht schlimm, weil es nur immer drei sind. Haben wir ja vorhin gehabt, ne? Doch ganz egal, ob drei oder vier, und irgendwie
war ganz bestimmt auch der Charlie heute hier. Denn als damals alles mit euch gleichsam begann, war der Charlie der Gebisch euer dritter Mann. Und als Vorstand von dem Songverein fällt mir schwer, auch die zu suchen. Denn mit eurem fränkischen Song habt ihr auch einen Verein ausgetrogen. Und nachdem mir dieses AD so schwer fällt, möchte ich es umschreiben. Und ich habe nichts Besseres gefunden, wie die Worte von Hans Moser oder von Peter Alexander. Sag beim Abschied leise Servus. Nicht leb wohl und nicht AE, denn diese Worte sind nicht schön. Denn das kleine Wörtel Servus ist ein letzter lieber Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Sag beim Abschied leise Servus, denn es gibt auch kein Wiedersehen, es war doch so schön. Und in diesem Sinne möchte ich mich im Namen des Gesangvereins bei euch vier vom Dreiksam recht herzlich bedanken, dass ihr so lange, so erfolgreich, so weit unterwegs wart und das als Untergruppe von unserem Gesamtverein. Und im Einzelnen möchte ich mich bedanken bei dir, Stefan Röhrlich, Röhrlichkeit, bei dir, meinem Mitvorstand, dem Wolfgang Dürr, bei unserem Urgestein vom Gesamtverein, dem Albin Hofmann, ja, und bei unserem Norbert Gauss, dem unermüdlichen Motor dieser Gruppe, auf Fränkisch in Berlino Mobile, und unserem jahrzehntelangen Chorleiter unseres Gesamtvereins. Big Band, Glänzler und Dreiksam. Über gut 30 Jahre, ne, arbeiten wir zusammen, mit zusammen. Und ich finde es klasse, dass er heute dabei war. So, und die bezaubernde Dame, die so schön durchs Programm geführt hat, weil hier ist es klar einfach, morgen weiß ich's, der Mutter vom Dreiksam, diese Blumen hier, brauchst keine Bedenken zu haben, ich habe die Blumen extra in Desinfektionsmittel gestellt, damit hier keine Berührungsängste entstehen, ich hoffe, Sie haben es überlebt. Liebe Leute, alles Gute. Herzlich bedanken für die Disziplin, für das Verständnis und ich darf Ihnen wünschen eine schöne Adventszeit mit
einer anschließenden frohen, aber auch etwas besinnlichen Weihnachtszeit. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben oder werden Sie gesund. Und zu Ihnen sage ich auf Wiedersehen und nicht Servus. Einen schönen Abend und vielen Dank. In dieser